Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Felix Wenzel, der Geschäftsführer der AdPoint GmbH. Mit ihm sprechen wir über die Grundlagen von Google Ads. Felix, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Ich freue mich sehr, dich zu sehen und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Felix, du bzw. ihr seid Experten für digitales Marketing mit Schwerpunkt auf Google Ads, also Google Werbung. Sag mal, wie wichtig ist denn eigentlich heutzutage die Google Werbung, um erfolgreich Kunden aus dem Netz zu erreichen und letztendlich auch für mich als Unternehmen zu gewinnen? Also ich denke mal, erstmal muss man ja sich vor Augen halten, wir sagen nicht, wir suchen etwas im Internet, sondern wir googeln etwas im Internet und da ist ja schon mal klar, dass die erste Anlaufstelle Google ist und als Unternehmen, als Person hat man dann zwei Möglichkeiten. Entweder ich positioniere mich über die sogenannten organischen, nicht bezahlten Platzierungen oder aber ich gehe den Weg und sage, ich bezahle pro Klick und bin dann halt bei der Google-Werbung. Und von daher, der Grund der Frage ist ja, wie wichtig ist es für ein Unternehmen und ist es essentiell, damit man halt online Kunden gewinnen kann. Natürlich gibt es andere Plattformen, aber wenn wir etwas suchen, sind wir auf der Suche nach etwas und man kann sein Angebot, seine Dienstleistung, seine Produkte optimal präsentieren für mögliche Neukunden. Jetzt bleiben wir mal bei der Plattform Google. Werbung schalten ist das eine, aber ist es nicht viel besser, organisch in der Suchmaschine zu ranken und da relativ weit oben zu sein? Und auch wenn ich so ein bisschen die langfristige Strategie anschaue, ist das nicht auch besser bei der Suchmaschinenoptimierung, anstatt jetzt super viel Geld in Werbung zu investieren, was vielleicht nur ein kurzer Zeitraum ist? Da prallen jetzt natürlich zwei Welten aufeinander. Zum einen gibt es halt die Unternehmen, die halt SEO aktiv anbieten, also die organischen Rankings, die sagen jetzt, ja, man soll im SEO investieren und ich als Google Ads Agentur sage natürlich, Google Ads ist was Gutes. Mhm. Am Ende des Tages bin ich aber auch so offen, dass ich halt sage, beides ist sehr gut und wenn man langfristig erfolgreich sein möchte oder muss, ist ja auch manchmal gegeben, dann kommt man nicht dran vorbei, beides gut zu machen. Also wir haben teilweise Unternehmen, die halt wirklich sagen, wir starten jetzt mit den Google Ads, weil ich habe die Möglichkeit, mir direkt Traffic, potenzielle neue Kunden auf meine Seite zu ziehen. Aber dann langfristig möchte ich natürlich organisch auch besser werden. Und Kunden, die halt wirklich nur ausschließlich auf die Google Ads setzen, da merken wir, es wird halt sehr, sehr schwer, weil man hat halt nur einen Kanal, man hat keine Diversifikation. Und da sollte man als Unternehmer definitiv darauf setzen, dass man halt viele Kanäle hat, worüber man Neukunden gewinnt, wodurch man Umsatz macht und nicht sagt, ich beziehe mich nur auf das eine oder das andere, sondern, was ich schon sagte, es sollte ein Zusammenspiel von beiden sein. Würdest du sagen, dass es vielleicht gerade, wenn es akut brennt in der Auftragslage, dass es dann definitiv Sinn macht, ein bisschen Energie und auch Investitionen in Google Ads zu schalten? Und wie du gerade gesagt hast, dass ich mir so nach und nach versuche, eine SEO-Suchmaschinenoptimierung aufzubauen, dass man das wirklich als einen Parallelweg sieht? Also ich nehme mal das Thema akut, was du gerade erwähnt hast. Das ist sehr, sehr passend dazu, weil wenn ich jetzt überlege, ich habe nächste Woche ein Event, was ich noch bewerben möchte. Wenn ich im SEO-Bereich das optimieren möchte oder meine Positionierung verbessern möchte, dann fange ich also an, ich erstelle einen Text, ich lade ihn hoch und Google muss erst verstehen, dass der unter bestimmten Begrifflichkeiten vorne sein soll. Bei Google Ads kann ich jetzt eine Kampagne schalten und übertrieben ausgedrückt, in 15 Minuten ist sie vorne auf der ersten Seite. Das heißt, wenn ich jetzt akute Bewerbungsengpässe habe, kann ich das sofort machen. Also es ist sehr, sehr kurzfristig und im SEO-Bereich bin ich halt langfristig. Deswegen, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was habe ich als Zielsetzung, wie schnell soll es gehen oder wie lange habe ich Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuschauerinnen, die vielleicht Unternehmer bzw. Selbstständige sind, definitiv schon mal probiert haben, eine Google-Werbung selbst zu schalten. Man gibt es ja ein, bei Google wird da durchgeführt, dann kann man vielleicht noch so ein paar Keywords eingeben, wie viel Geld man ausgeben möchte und so weiter und so fort. Mit ein bisschen Zeit kriegt man das einigermaßen gebacken. Aber die meisten sind überraschenderweise relativ unzufrieden mit den Ergebnissen und setzen dann, weil sie aufgeben, dann doch lieber auf andere Marketingkanäle, die ihnen so ein bisschen mehr liegen, wo sie sich vielleicht ein bisschen mehr auskennen. Was sind denn deiner Erfahrung nach die typischen Fehler, die die Menschen machen, wenn sie Google Ads nutzen, eine Werbung schalten und dann geht es doch schief? Ja, es ist halt ein Thema für sich. Also ich sage da so das Beispiel, ich schneide mir auch selber nicht die Haare, da gehe ich zum Friseur, weil der Friseur weiß ganz genau, wie er es schneiden muss. Und so wissen wir als Google Ads Agentur, welche Klicks sollte man machen, welche Einstellungen sollte man vornehmen. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, die dann den Unterschied machen. Ob ich jetzt eine Ausrichtung habe mit viel Streuverlusten oder mit wenige Streuverluste. Wie ist das Tracking eingerichtet? Also es gibt da wirklich eine
sehr große Vielfalt an Möglichkeiten, die ich selber auswählen kann. Und der Zwiespalt, den man dabei hat, ist, dass Google auf der einen Seite dir es so leicht macht, als eigenständige Person es einzustellen, damit sie halt das Geld von dir letztendlich bekommen. Google ist ja auch nur ein wirtschaftliches Unternehmen. Auf der anderen Seite möchtest du aber als Unternehmer oder als Person möchtest du die bestmögliche Ausrichtung haben. Und das ist dann doch nicht immer so leicht. Deswegen bietet sich da schon an, mit Experten zu arbeiten. Aber was ich dazu noch sagen möchte, ich freue mich immer, wenn das jemand mal selber durchgeführt hat und selber seine Erfahrung gesammelt hat. Weil auf dieser Basis kann man halt wunderbar dann aufspringen, kann seine Erfahrung mit einbringen, kann auch in der Beratung sehr viel tiefgehender mit dem Kunden arbeiten und halt auch da einfach dieses Grundverständnis, was halt vielleicht da schon erzeugt worden ist, mit aufbauen. Ja, ich muss dazu sagen, der Google Ads Manager ist schon relativ übersichtlich. Ja, ich kann meine ganzen Sachen irgendwie eingeben, aber wie du es gerade gesagt hast, was ganz explizit für mich, für mein Unternehmen wichtig ist, für meine Branche, ich glaube, dann ist doch eher ein Profi besser an der Seite, der mich durchführen kann und sagen kann, okay, pass mal auf, mach mal irgendwie hier noch ein Häkchen dran oder guck dir das nochmal an. Auch die Zeit spielt eine Rolle. Es ist ja wirklich eine Suchmaschinenoptimierung bzw. eine Werbungsschaltung, wo so viele Parameter wichtig sind, ob es letztendlich erfolgreich ist oder nicht. Und deswegen, Google bietet ja schier eine fast unendliche Anzahl an Einstellungs- und auch Trackingsoptionen an, die man sich ja auch noch dazu anschauen sollte. Gleichzeitig soll die Komplexität natürlich auch durch Empfehlungen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, das ist ja auch in aller Munde, reduziert werden. Sollten denn Nutzern immer diesen ganzen Vorschlägen folgen, weil man wird ja da so durchgeguidet? Oder würdest du sagen, naja, es ist auf der einen Seite eine ganz gute Empfehlung, aber es ist halt nicht individuell genug? Du sagst es schon, es ist nicht individuell genug. Mhm. Es sind Massenempfehlungen, die in jedem Konto zu sehen sind. Es gibt dann auch so einen sogenannten Optimierungsfaktor, der bis 100% geht. Und der wird bei den meisten Accounts irgendwo bei 40-30% sein. Okay. Und wenn man jetzt die Empfehlung auf einmal annimmt oder ablehnt, egal was man von beiden macht, hat man danach einen Optimierungsfaktor von 90% oder 100%. Mhm. Und man muss halt immer unterscheiden, was ist das für eine Empfehlung, passt die zu mir? Ich will mal so behaupten, 90% von den Empfehlungen sind nicht wirklich für das Unternehmen anwendbar oder sinnvoll. Aber es gibt hier und da so ein paar Kleinigkeiten, wo man halt sagen kann, okay, das ist eine gute Idee, das kann ich mit anwenden. Aber konkret auf die Frage, ich würde nicht empfehlen, es einfach nur anzunehmen, weil dann wird sich ein Unternehmen sehr freuen, und das ist Google, weil man sehr viel Geld ausgibt. Man selber wird aber merken, es geht in viele verschiedene Richtungen und es wird mich nicht wirklich zum Ziel bringen, wo ich eigentlich hin möchte. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie es richtig geht. Also wenn ich zu euch komme und sage, hey Felix, pass auf, ich habe die Ziele, arbeite mal mit mir gemeinsam. Wie ist der Prozess von der Planung bis zur Durchsetzung und wie lange dauert das in etwa? Ja, zum Start machen wir wirklich einen Status Quo, gucken einfach, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Eventuell gibt es ja schon ein Google Ads Konto, was man sich mal angucken kann, wo man halt sieht, was ist bisher passiert, was könnte man da anders machen. Vielleicht ist es auch ein super Start oder super Status, dass wir halt sagen, wir können unsere Know-how gar nicht mit einbringen. Also deswegen, es heißt erstmal grundsätzlich, wenn man mit uns spricht, es muss keine Zusammenarbeit stattfinden, weil wir wollen natürlich nur halt dann auch zusammenarbeiten, wenn wir wirklich Mehrwert bringen können. Und wichtig ist halt auch, was ist das Ziel? Weil wenn ich jetzt mal so einen klassischen Online-Shop betrachte, der hat das Ziel, er möchte verkaufen. So, dann gucken wir uns auch an, wie ist denn die Marktsituation. Wenn man jetzt einen Stuhl verkaufen möchte, der im Durchschnitt so 10-20 Euro bei der Marke kostet, er aber sagt, ich möchte 50 Euro haben, da können wir noch so gute Ads schalten, das wird keiner kaufen. Also, dass man da einfach auch betrachtet, wie ist die Marktsituation, wie ist der Wettbewerb grundsätzlich da, haben wir preisliche, einen attraktiven Preis. Wenn es jetzt heißt, die Stühle kosten 20 und ich verkaufe mir für 22, das kriegt man schon hin. Aber sobald man halt deutlich drüber geht, kann man sich ja selber reflektieren, würde ich doppelt so viel für das gleiche Produkt ausgeben? Sehr wahrscheinlich nicht. Und am Ende ist es dann so, dass wir mit den Kunden gemeinsam halt planen, was sind denn unsere Ziele? Weil wir haben das Tracking, hast du eben gerade schon in einer vorherigen Frage mit erwähnt, das Tracking ermöglicht uns ja wirklich ganz genau zu sagen, wir haben Summe X ausgegeben und Summe Y ist wieder reingekommen. Und wenn das Verhältnis passend ist, dann freut sich der Kunde und wir uns auch, weil wir halt das Ziel dann erreicht haben. Und das ist ja das Schöne im Online-Marketing, gerade jetzt bei Google Ads, dass wir diese Gegenüberstellung haben. Und solange wir eine gute Wirtschaftlichkeit haben, haben wir halt die Möglichkeiten, viel zu experimentieren, um einfach neue Bereiche innerhalb der Google Ads noch zu erschließen und dann mit dem Kunden wirklich die Ziele zu erreichen und dann auch darüber zu sprechen, wie geht es danach weiter. Wenn ich mich so mit dir unterhalte, kommt an, ich finde das Gespräch sehr fair, transparent und realistisch, ja, also was du sagst. Nun gibt es super viele Agenturen auf dem Markt da draußen. Worauf kommt es an, wenn ich mit einer Online-Marketing-Agentur zusammenarbeite? Worauf muss ich achten?
Ich glaube, das ist eine der schwersten Fragen, die man bekommen kann. Also ich kann nur aus unserer Sicht halt sprechen und ich sage, wenn Kunden bei uns in die Beratung kommen und sagen, das klingt alles gut, aber ich habe noch 2, 3 andere Gespräche, dann sage ich mal super, genauso soll es sein. Hört euch gerne die anderen Agenturen an, hört euch die Angebote an. Was wollen die euch verkaufen als Dienstleistung? Wie ist deren Vorgehensweise? Was habt ihr für ein Gefühl? Weil am Ende des Tages weiß keiner, ob das Ganze funktionieren wird oder nicht. Man hat eine Idee, man kriegt was vorgestellt, vielleicht vom Vertriebler, vielleicht vom normalen Mitarbeiter. Aber man muss als Unternehmer das Gespür bekommen, ist das das, was mir passt oder halt nicht. Wenn ich aber so ein paar Fakten sagen würde, ich würde halt darauf achten, wenn ich jetzt einen Google Ads Account habe oder erstellt wird, dass der in meinem Besitz bleibt. Also es gibt leider Agenturen oder Vorgehensweisen, wo man sagt, die Agentur hat das Konto, sie behält das. Würde ich jetzt persönlich nicht empfehlen, aber es ist auch natürlich eine Entscheidung des Unternehmers, ob er es so machen möchte. Dann sollte man auch langfristige Verträge, müssen nicht zwingend eingehalten werden, also beziehungsweise angenommen werden. Man muss heute keinen 12-Monats-Vertrag machen. Wenn man das natürlich möchte und dann vielleicht auch preisliche Vergünstigungen hat, jederzeit gerne, bieten wir auch an, aber bei uns ist der Standard 1-Monats-Vertrag, weil man halt Google Ads an- und ausschalten kann. Und gerade weil es so messbar ist und man dann zum Beispiel die Leistung halt nicht bringt, das ist in meinen Augen auch wichtig, dass man schnell die Zusammenarbeit beenden kann, dass alles auf einer fairen Art und Weise stattfinden soll. Das klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen negativ, aber ich möchte einfach nur diese Vorzüge, die Google Ads hat, im Vergleich jetzt nehme ich nochmal das Thema SEO mit auf. Da hat man ja sehr, sehr viel Arbeit. Man steckt viel in die Texte, viel in die Optimierung und die Ergebnisse kommen erst nach 6, 8 oder 12 Monaten. Okay. Bei Google Ads ist es ja eigentlich, ab dem morgigen Tag können die Ergebnisse eintreten. Und wenn die nicht eintreten, muss man hinterfragen, woran liegt das? An der Agentur, am Markt? Und wenn das dann nicht schnell besser wird, sollte man sich halt überlegen, ob man mit dieser Agentur noch arbeiten möchte. Ja, aber das meine ich, ne? Das Gefühl kommt von dir rüber. Und ich glaube auch, überschätzte Versprechungen sind ja auch viel am Platz. Ja? Also wenn ich hinkomme und sage, ich will das Ziel erreichen und du mir aber sagst, hey, ganz ehrlich, Claudia, realistisch gesehen, können wir uns vielleicht bei der Mitte treffen. Das kriegen wir aber ganz gut hin. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, Kunden zu begleiten, weil am Ende ist ja die Enttäuschung groß. Auf jeden Fall. Also wir versuchen immer, falsche Versprechungen zu vermeiden. Ich denke oder hoffe, das machen auch andere so. Am Ende, man kann nie was garantieren. Wenn wir einfach die letzten Jahre betrachten, wir hatten große Krisen, die haben den Markt komplett verändert. Für manche Unternehmen, die wir betreuen, sehr zum Positiven, für manche auch sehr zum Negativen. Egal, was wir gemacht haben oder hätten tun können, wir hätten die Situation nicht verändern können, beziehungsweise auch wissen wir ganz klar, dass wir an manchen positiven Entwicklungen einfach nicht die Schuld getragen haben, auch wenn wir es gerne hätten. Aber deswegen kann man da, sollte man noch nie was versprechen, sondern halt sagen, wir haben eine Zieldefinition, die wir erreichen wollen. Und wenn man sie nicht erreicht, die große Frage, wie kommen wir da letztendlich gemeinsam hin? Gute Schlussaussage, Felix. Dann vielen lieben Dank nochmal, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen abgeholt hast in das Thema Online-Marketing und Google Ads. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an dich.